Grüß Gott und Servus YouTube, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Mod-Vorstellung heute von einem Grubber, beziehungsweise eigentlich einer Scheibenegge, einer normalen Egge. Die Franquette Combigerm, das ist wahrscheinlich was Französisches, Belgisches oder Holländisches. Ein 4 Meter Grubber mit einer hoffentlich sauberen Lok, das sieht gut aus. Und auch im Shop sehen wir den Grubber hier. Ja, das Bild ist nicht ganz so schön gelungen. 10.500 Euro der Preis, Logo ist in Ordnung. 4 Meter Arbeitsbreite, Arbeitsgeschwindigkeit 13 km/h. Wir benötigen dafür 160 PS. Schauen wir uns zuerst mal die Texturen an. Das Ganze sieht doch relativ stabil und sauber aus mit schönen Aufklebern, die in einer guten Auflösung sind. Teilweise gebrauchte Teile, benutzte Teile hier. Hier hinten haben wir dann die Krümmlerwalzen. Ja, die sehen halt ja auch nicht schlecht aus, vor allem dieser Gebrauchsstil sieht gut aus. Die Zinken, finde ich, sind persönlich echt gut geworden. Die haben kaum Ecken und kaum sind richtig schön rund, muss ich sagen. Die Zylinder gefallen mir auch sehr, sehr gut. Von daher würde ich sagen, eigentlich ein sehr schönes Modell. Wir haben hier vorne eine Walze, dann die Zinken und hinten nochmal so eine Schiene, die das Ganze ein bisschen ja ebnet. Und dann hinten nochmal zwei Krümmlerwalzen. Eigentlich wirklich ein sehr schönes Gerät mit Hydraulikstangen hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Texturmäßig gibt es hier von mir 4,5 Sterne, also 4. Ich bin heute mal echt auf meinem kritischen Pfad unterwegs, aber ich respektiere die Mods heute wirklich extrem. Also ich finde die richtig geil. Jetzt ist die Frage, was leistet das Ding? Ja, natürlich können wir es zusammenklappen. Das habe ich vergessen zu sagen. Das sieht natürlich dementsprechend geil aus. Ist praktisch, so können wir jetzt hier nochmal auf die Dinger sehen, auf die, ich sag mal, die Zinken und auch die Zinken, ja, die sind hier wirklich relativ schön geworden. Also optisch ein sehr, sehr wowes Produkt, kein maues Produkt, also wirklich optisch gut. Hier mal gepflügt, jawohl, das heißt, wir können hier gleich mal drauf grubbern. Ist das die Original-Grubber-Textur? Das kann doch nicht sein, oder? Echt? Sieht für mich nicht so aus, ganz ehrlich. Für mich sieht das nicht wie die originale Grubber-Textur aus. Vielleicht bin ich gerade total blöd. Kann ja auch sein. Achso, ich besitze das Feld nicht. Ja, super. Wo ist denn der Kauftrigger? Da drüben, super. Dann kaufen wir es halt mal ganz schnell. Ist auch mir wurscht. So, schwuppdiwupp. Wir sind drinne. Fahren wir mal kurz los mit, ja, Höchstgeschwindigkeit 12 bis 13 km/h. Dementsprechend Partikelstaub, Animation ist vorhanden. Wirft das richtig schön hoch, das sieht richtig geil aus. Richtig viel kleine Brocken. Richtig viel kleine Brocken, die da hochgewirbelt werden. Auch dementsprechend ist hier die Bewegung der Krümmlerwalzen mit dabei. Die drehen sich richtig schnell. Hier vorne auch die Walze und unten vorne rein. Also das sieht ja hervorragend aus. Also wirklich Respekt. Zieht man einfach im LS15, das ist nochmal viel besser geworden. Die Animationen, Partikelfilter und Partikelanimationen, das ist alles richtig geil geworden. Ja, Beleuchtung haben wir hier keine, Blinker auch nicht. Das heißt, das war's eigentlich wieder von der Mod-Vorstellung. Ich gebe hier sehr, sehr, sehr gute 4 Sterne. 4,5 sage ich mal, aber es gibt hier 4. Trotzdem ein richtig geiler Mod, definitiv eine Empfehlung wert. Der Mod ist vom Lulu88520 auf Modus dazu finden. Link in der Beschreibung. Macht es gut, ich bin raus. Pfiat Gott.